Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Es ist einfach schon 3 Monate mittlerweile her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Die Zeit ist wirklich unglaublich schnell vorbeigegangen und ich habe es wirklich vermisst, YouTube-Videos zu machen. Ja, ich habe es wirklich sehr, sehr vermisst. Ich habe euch vermisst, mich mit euch auszutauschen und ich wollte euch einfach jetzt mal ein kleines Live-Update geben, wieso so lange keine Videos kamen und was eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Also wie gesagt, ich bin seit 3 Monaten schon wieder in Deutschland. Ja, in der Zeit habe ich eine neue Familie für April gefunden. Seit 2 Monaten ist April jetzt bei der neuen Familie und ich bin noch im ständigen Kontakt. Ich bekomme die ganze Zeit Bilder von ihr. Ich bin wirklich mega, mega happy, dass ich jemanden für sie gefunden habe, den ich auch vertraue und wo ich einfach weiß, dass April dort gut aufgehoben ist. Natürlich fällt es mir immer noch sehr, sehr schwer, dass ich April abgeben habe oder vermisse sie manchmal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das für April das Beste ist und ich konnte sie, wie gesagt, halt einfach nicht behalten, da ich ja viel unterwegs bin. April ist einfach woanders besser aufgehoben, aber trotzdem vermisse ich sie immer noch und ich denke auch bald besuche ich sie mal wieder. Ja, warum kam jetzt so lange keine Videos? Der Hauptgrund ist, glaube ich, einfach, dass ich mich nicht so richtig bereit gefühlt habe. Also ich habe mich super gefreut, alle wiederzusehen, meine Familie wiederzusehen, aber ich habe mich so richtig lost gefühlt, kann man sagen, und wusste jetzt nicht, was ist der nächste Schritt, wie geht's weiter. Und das hat mich einfach sehr, sehr belastet. Ich will einfach sagen, ja, es ist keine Identitätskrise quasi, aber ich wusste einfach nicht, in welche Richtung ich mich bewegen will. War auch total uninspiriert, wie das mit meinem YouTube-Kanal jetzt in Deutschland hier aussieht. Ich wusste keine Themen, ich wusste nicht. Ich war einfach komplett lost, kann man sagen. Ich brauch's ja gar nicht zu erklären oder weiter auszuführen. Das hat mich wirklich sehr belastet. Ich habe mich einfach nicht bereit gefühlt, YouTube-Videos zu machen. Und war jetzt in den letzten Wochen oder Tagen gemerkt, dass mir das einfach unglaublich fehlt. Und auch mir wieder bewusst geworden ist, warum habe ich eigentlich angefangen mit YouTube, ja? Und das ist auch einfach, um erstens zu zeigen, ja, wie mein Weg aussieht, aber auch mich mit anderen Menschen auszutauschen und auch, ja, irgendwie andere Leute zu inspirieren. Ich bekomme immer noch Nachrichten, dass Leute das wirklich total feiern, was ich mache oder wie ich mein Leben gestalte und das bedeutet mir einfach mega, mega viel und damit hätte ich auch am Anfang gar nicht gerechnet, als ich diesen YouTube-Kanal gestartet habe, dass mich so viele Leute unterstützen und dass ich auch von allen Seiten irgendwie diesen Support bekomme und diese Nachrichten, die ich von manchen Leuten bekomme, dass ich andere Leben quasi verändert habe oder inspiriert habe, einen anderen Weg in deren Leben einzuschlagen. Das bedeutet mir einfach unglaublich viel und ich glaube, genau deswegen habe ich diesen YouTube-Kanal gestartet, unbewusst zumindest, aber genau deswegen sollte ich diesen YouTube-Kanal auf jeden Fall so weiterführen, wie ich es sonst gemacht habe und ich habe auf jeden Fall beschlossen, dass ich jetzt euch immer jede Woche ein Update gebe, egal was gerade momentan in meinem Leben so abgeht und euch einfach auf den Laufenden halte, wie es jetzt als nächstes weitergeht, was ich immer noch nicht weiß, oder beziehungsweise es gibt bald News, aber die sage ich euch noch nicht. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch über mehrere Videos jetzt in Zukunft von mir. Und ja, ich bin auch richtig hyped, jetzt richtig durchzustarten und lasst uns diesen Kanal auf jeden Fall dieses Jahr richtig nach oben bringen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ich war in der Zwischenzeit noch vor Weihnachten auf Teneriffa zusammen mit Catalina. Das haben bestimmt einige auch auf Instagram gesehen. Und das tat einfach richtig gut, auch mal wieder aus Deutschland rauszukommen. Einfach wieder die Sonne ja, zu erleben und einfach wieder auf einer Insel zu sein, weil ich ja das ganz fast komplette ganze Jahr nur auf Inseln war. Genau, das hat auf jeden Fall richtig gut und hat mir eigentlich gezeigt, was ich in meinem Leben will und dass es eben diese Freiheit zu haben, dahin zu reisen, wo ich will und wann ich will und wie ich will. Ja, ich habe einfach gemerkt, ich liebe es, am Strand zu leben. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Mir fehlt das einfach unglaublich. Ja, genau. Deswegen wird es auch bald ja für mich weitergehen. Ich gebe alles dafür, dass ich so bald wie möglich quasi wieder reisen kann. Es stehen noch ein paar Sachen an, die ich jetzt in den nächsten Wochen machen muss. Aber genau, davon erfahrt ihr auf jeden Fall auch im nächsten Video. Da gebe ich euch ein großes Update. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es sind, wie gesagt, auch eine richtig große Sache gerade vor einer Woche passiert, die ich euch unbedingt erzählen will. Aber dazu im nächsten Video mehr. Was mir auch mega bewusst geworden ist, dass der Ort quasi, ja, dass der Ort zwar was ausmacht, an dem man lebt, aber wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man will mit seinem Leben, dass es eigentlich egal ist, an welchem Ort man ist, dann nimmt die Probleme auch, also die Probleme, die ich vorher in Deutschland hatte, habe ich mit nach Bali genommen und von Bali wieder zurück nach Deutschland. Wenn man irgendwie so, ja, innerliche Probleme hat, nimmt man die mit, egal an welchem Ort man ist. Aber der Ort macht trotzdem sau viel aus und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich an Orten einfach wirklich viel, viel wohler fühle als ja momentan hier und ich glaube, das Gefühl, was mir am meisten fehlt, seitdem ich wieder in Deutschland bin, ist dieses Freiheitsgefühl. Das habe ich hier irgendwie so gar nicht, weil auf Bali konnte ich sagen, ja, ich schwinge mich auf meinen Roller, treffe mich abends mit Freunden und wir treffen uns zum Sunset. Das sind alle solche Dinge, die ich einfach richtig, richtig vermisse. Das war für mich einfach so ein Stück, nicht nur ein Stück, aber ein riesiges Stück Lebensqualität. Genau das ist das, was ich vermisse, einfach diese Freiheit zu haben. Ich mache das und das jetzt,
ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden, ich reise dort und dorthin. Ich vermisse das einfach und vor allem vermisse ich auch die Menschen. Ich bin einfach richtig, richtig hyped, wieder zu reisen. Auch was mir in den letzten Wochen stark aufgefallen ist, ich habe mir irgendwie Sorgen um alle Sachen gemacht, wirklich um alle Dinge und war irgendwie so wie so ein bisschen gelähmt, wie so betäubt habe ich mich mal gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht hattet ihr so ein Gefühl ja auch schon mal. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. War einfach so gelähmt, hatte keine Ahnung, hatte keine Kraft, so ein YouTube-Video aufzunehmen. Ich verstehe einfach nicht, wieso, weil ich mich immer gefühlt habe, also richtig gut gefühlt habe, wenn ich ein YouTube-Video gemacht habe. Dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, nicht nur das Gefühl, dann wusste ich, okay, ich komme voran mit dem, was ich vorhabe. Ich hatte so ein dauerhaftes Gefühl, dass ich im Status quo bin. Und ja, das hat mich einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, gelähmt. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und ich spreche ganz offen mit euch hier drüber, weil ich einfach ja zeigen will, vor welchem Problem man manchmal steht. Ich führe das jetzt hier nicht weiter aus, aber nur damit ihr ungefähr wisst, wie ich mich gefühlt habe. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Videoideen, die ich jetzt hier in Deutschland machen kann. Wie gesagt, im nächsten Video werde ich auf jeden Fall eine große Neuigkeit bekannt geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Videoideen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir bei Instagram. Ich bin offen, wie gesagt, für alles eigentlich. Ich habe Bock, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn euch irgendein Thema interessiert, wie zum Beispiel genau als was ich arbeite oder was ich genau mache, ja, wenn ihr irgendwelche Reisetipps braucht, wie auch immer, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Was mir gerade noch mal nebenbei so einfällt, ich wünsche euch übrigens ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr euch, ja, dass es für jeden von euch, der hier gerade zuschaut, ein super schönes Jahr wird und dass eure Träume wirklich in Erfüllung gehen. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Die Zeit geht einfach so schnell vorbei. Vor 13 Wochen war ich einfach auf Bali, ja. Vor 13 Wochen, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Mir ist einfach ganz stark auch bewusst geworden, dass man jeden Tag etwas dafür tun sollte, damit man seinem Traumleben etwas näher kommt oder damit seine Träume wirklich in Erfüllung gehen. Man muss wirklich dafür arbeiten. Das kann ich euch nur mitgeben. Wenn ihr einen Traum habt, macht wirklich jeden Tag was dafür. Tut wirklich was dafür und schaut nicht nur zu, wie andere Leute ihre Träume leben. Jeder kann alles erreichen, was er möchte und das wollte ich euch nochmal mitgeben als kleiner Reminder, weil ich brauche das auch, also ich muss sowas auch sehr, sehr oft hören, damit ich meine Selbstzweifel auch manchmal besiege und deswegen wollte ich euch das einfach nochmal mitgeben. Ja, wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Channels aus? Also wie gesagt, ich will auf jeden Fall wieder reisen, ich will auf jeden Fall wieder euch Orte zeigen, aber vor allen Dingen soll es auch mehr um ja, hier Mindset gehen. Ich will mehr meine Gedanken teilen und vor allen Dingen will ich auch mich mehr mit euch austauschen und vor allem will ich euch auch mehr über das Leben als digitaler Nomade zeigen, wie man ortsunabhängig lebt und arbeitet. Das ist nämlich, glaube ich, für viele von euch sehr, sehr interessant und das war immer mein Traum, seitdem ich denken kann, so gefühlt, seitdem ich das erste Mal 2013, 2014 in Australien, Asien war, war immer so mein Traum für mich, ja, ich möchte reisen und damit mein Geld verdienen oder währenddessen mein Geld verdienen und nicht nur Geld verlieren, während ich reise. Aber ich wusste nie genau, wie ich das anstellen soll, weil ich einfach ja zu der Zeit in meinen Möglichkeiten begrenzt war oder einfach diese Möglichkeiten, die es eigentlich momentan gibt, nicht gesehen habe. Und darüber will ich auf jeden Fall auch mehr reden. Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare auch. So soll die Zukunft des Channels aussehen. So ganz grob, was dann alles noch genau kommen wird, wird man dann sehen, werde ich auch spontan entscheiden. So Hotel testen oder so, sowas fand ich auch richtig, richtig witzig. Ihr könnt euch ja noch an das Video erinnern, wo Edwin und ich das günstigste Hotel auf Bali getestet haben. Das war auch ein richtig cooles Video. Solche Projekte möchte ich auch gerne starten, so Selbstexperimente. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kleine Video hier gefallen hat. Wie gesagt, im Background sind einige Sachen auch passiert, die ich euch dann im nächsten Video erzählen werde. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Heute ist Sonntag. Das Video wird gleich online oder nachher online kommen. Oder ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.